Ich bin ja echt ein Freund von der Kultur des Wegschmeißens. Ich schmeiße jeden Tag so viele Sachen weg. Selbst solche Sachen, wo man sagt, das könnte man nochmal gebrauchen. Aber nee, ich habe mir das mal irgendwann angewohnt, auch auf dem Schreibtisch und so weiter, alles weg, auch schreiben und so weiter und so fort. Wenn es so wichtig ist, dann kann man es nochmal anfordern oder wie auch immer. Aber auch auf dem Telefon, ne? Viele Leute haben so viel Scheiße auf dem Telefon in ihrer Bildergalerie und fünfmal das gleiche Motiv und all solche Sachen. Ich bin echt irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, das kam durch ein Buch. Wahrscheinlich Hermann Scherer oder irgend sowas, der schreibt solche Sachen nämlich auch immer ganz gerne. Sachen wegschmeißen, wegschmeißen, wegschmeißen. Genau, Hermann war das. Hermann hat das ja sogar bis zum Extrem getrieben, dass er sogar all seine Bücher wegschmeißt. Dazu kann ich mich noch nicht durchringen, aber alles andere immer weg, 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 weg. Ich habe keine Lust auf so viel Ballast, den ich so mit mir rumschleppe. Das behindert mich irgendwie. Deswegen auch einmal in der Woche zum Schrottplatz. Das ganze Auto voll mit allem möglichen Kram. Und ja, hau weg die Scheiße.